Moin und ganz, ganz liebe Grüße von mir. Ohne Sponsoring geht gar nichts. Heute ein Werbevideo für Schietwetter. Meine drei Werbeträger, also es sind drei Störche insgesamt, zwei davon jetzt aktuell im Bild, allerdings in einer Regenpause. Das geht noch besser, das geht noch mit viel mehr Regen, das kommt auch noch. Aber erstmal so, ja, ich sag jetzt mal zum groben Überblick. Ganz liebe Grüße gehen raus an Ehrenmann Maxi, Ehrenbruder Martin. Es ist natürlich wieder das abgeerntete Rapsfeld geworden. Und spezielle Grüße an den Mario, natürlich aus dem Küchenfenster gefilmt. Ja, nach dieser Einleitung vielleicht noch so zur Hintergrundinformation. Also wir haben in Hespe bei uns ein Storchenpaar. Ich sehe das auch relativ häufig, also eigentlich jeden Tag, zumindest einen der Baggerluten, wenn ich über die Felder mit Herrn Muck gehe. Aber mit einer Actioncam hat man natürlich kaum eine Chance, die dann auch zu filmen. Das sieht mit bloßem Auge super, super genial aus. Also so ein Storch ist ja echt imposant und ich finde auch schön. Aber mit einer Actioncam zu weite Distanz geht gar nicht. So, und jetzt erstmal so ein richtig schönes Schietwetter-Intro. So ein bisschen Donner, gepflegter Regen. Und ja, ich sag mal so, mit dem Gewitter kamen dann eben auch die Störche. Und ich denke, die kommen aus demselben Grund, warum Katinka dieses abgeerntete Rapsfeld so liebt. Die holen sich Mäuse. Das hier total klasse, also mega, mega Regen war. Und ja, das ist eigentlich das Wetter für eine Actioncam, aber leider, leider, so eine Actioncam hat keinen Zoom und von daher entfällt diese Möglichkeit. Ich sehe es aber wirklich so, gerade bei Schietwetter rausgehen lohnt sich immer. Die Tiere, die wissen das auch, dass bei dem Wetter nicht so viel los ist. Ich sehe speziell im Schaumburger Wald immer ganz viel und ganz seltenes Getier, so möchte ich es mal sagen. Stopp und Break. Was ist das für ein Greifvogel, der da auf den Zaunpfahl sitzt? Bitte, bitte in die Kommentare schreiben, weil der Greifvogel ist immer bei mir im Garten. Dieser Greifvogel hier, also man sieht das ja, da sitzt eigentlich auf jedem Zaunpfahl immer einer, aber der interessiert nicht, der wird jetzt auch vom Storch vertrieben, raus aus dem Bild. Ja, das erstmal zu den Greifvögeln. Jetzt bin ich ganz rot aus dem Flow, hätte ich bald gesagt, außen erzählen. Ich wollte gerade so sagen, dass man ja auch dieses Schietwetter richtig toll genießen kann. Ich habe heute zwei Salamander gesehen. Die sind natürlich unterwegs, wenn das so doll geregnet hat. Ich habe einen Rehbock ziemlich nahe gesehen. Also es ist wirklich so. Auch bei oder gerade bei Schietwetter hat die Natur ganz, ganz viel zu bieten. Das Einzige ist, ja, filmisch ist das ein bisschen schwierig. Also ich habe jetzt keinen teuren Fotoapparat oder so, aber ja, den bei Regen mitzunehmen eher nein. Und die Actioncam, da ist es dann so, die hat sowieso, wenn nicht, ich sag jetzt mal, tonnenweise Licht da ist, so ein bisschen ihre Schwierigkeiten. Und durch den fehlenden Zoom, aber auch durch den fehlenden Makrobereich, also man kann ja an kleinere Dinge, was weiß ich nicht, so Regentropfen, die Blätter runterlaufen, all das wäre ja bei so einem Wetter auch mal mega schön zu filmen, aber näher als 20 cm kann man ja mit einer Actioncam nicht rangehen und von daher, ja, entfällt das. Nichtsdestotrotz, wir sind ja nicht nur zum Filmen unterwegs in der Natur, sondern um das zu genießen. Also bei dem Wetter ist auf jeden Fall
Genuss pur und da gibt das auch und speziell ganz, ganz viel zu sehen. Ja, ich hatte ja schon gesagt, also bei meinen Spaziergängen sehe ich zwei von den Bagaluten, also zwei von den Störchen, relativ häufig und hatte dann gedacht, dass der dritte, der kommt nachher ins Bild. Leider habe ich kein Bild, wo alle drei auf einmal drauf sind. Da habe ich mir dann gedacht, ja, das wird ein Petershagener Storch sein. Aber jetzt am sehr späten oder am späten Abend, die haben sich übrigens reingeschlichen, haben nichts hier zu suchen. Also jetzt am späten Abend muss ich sagen, oh, da wird mir fast das Herz schwer. Also dieses abgeerntete Rapsfeld ist gar nicht so groß und aktuell sind 7 Störche auf dem abgeernteten Rapsfeld. 7. Und hinterm Haus sind nochmal 2. Also das heißt 9 Störche hier in Hespe. Und da habe ich schon, ja, ich weiß es nicht, es ist eigentlich zu früh. Also ich kenne es aus dem Elbe-Weser-Dreieck, das, ich sag jetzt mal, Ende August, eher Anfang September sich die Störche sammeln, um in den Süden zu fliegen. Ich hoffe nicht, dass das jetzt schon der Fall ist, aber ja, man weiß es nicht. Vielleicht sammeln die sich jetzt tatsächlich schon für einen Flug in den Süden. Ich sage auf jeden Fall ganz, ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Video, alles Gute und ciao.